Die Eingliederungsmaßnahme, Teil 1, das verfluchte Haus. Eine Fanfiction, geschrieben von Ferja Avolon. Veröffentlicht auf fanfiction.de. Ein Link zu dieser Fanfiction und eine Kurzbeschreibung sind unten in der Infobox. Disclaimer: Alle Rechte an den bekannten Personen und Orten etc. liegen bei JKR. Die Story gehört Ferja Avolon. Anmerkung der Autorin: Hallo liebe Leser, diese Geschichte habe ich nebenher zum Spaß geschrieben. Sie ist beendet und umfasst 6 Kapitel, welche ich mindestens 2-mal die Woche hochlade. Auch wenn es in der Geschichte manchmal viel zu lachen gibt, fließen nebenher ernste Themen mit ein, welche triggern können. Dies bedeutet, wenn diese Themen euch früher schon begegnet sind und Probleme bereitet haben, kann euch das Lesen emotional in diese Zeit zurückversetzen. Bitte überlegt euch gut, ob ihr diese Geschichte trotzdem noch lesen möchtet. Die Themen sind Depression, Magersucht, suizidale Gedanken. Ich weise noch darauf hin, dass die Handlung der Charaktere nicht unbedingt die ideale Art sein muss, wie man mit den oben genannten Schwierigkeiten, Erkrankungen umgehen sollte. Sie sind jedoch nicht im Zentrum der Handlung, kommen aber von Zeit zu Zeit zur Sprache. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Lesen. Ferja. Kapitel 1: Kontaktaufnahme. Draco packte die Kristallvase und schmetterte sie mit Wucht an die Wand. Die Jungfrau aus Porzellan folgte, dann eine kleine goldene Standuhr, die silbernen Kerzenständer und alles Weitere, das er zu fassen bekam. Da seine Frustration immer noch nicht gestillt war, schrie er aus voller Kehle und hämmerte auf die Wand ein. Nach einer Weile sank er erschöpft zu Boden. Er konnte es einfach nicht mehr ertragen. Diese Einsamkeit, eingesperrt in diesem Kasten. Nur einmal am Tag öffnete sich eine Hintertür im Manor und gestattete ihm für eine Stunde in einen winzigen Bereich des Gartens herumzuspazieren. War die Stunde um, zog ihn eine unsichtbare Macht zurück ins Herrenhaus. Seit 3 Jahren war er ein Gefangener im Malfoy Manor. Eine milde Strafe sollte es angeblich sein, 4 Jahre auf Bewährung. Auch seine Mutter war mit ihm eingesperrt gewesen, aber nur ein halbes Jahr. Und er hatte sich für sie gefreut, selbstverständlich. Leider wurde es danach schlimmer für ihn. Diese Einsamkeit zerrte an ihm, dabei war er keineswegs alleine im Manor, doch das Haus verfiel mehr und mehr und verwandelte sich. Die ganze dunkle Magie und die begangenen Taten vergifteten alles und jeden. Seine beiden treuen Hauselfen waren schon lange nicht mehr dieselben. Gemälde blieben leer, spielten verrückt und das Gespenst machte ihm das Leben auch nicht gerade leicht. Einmal im Monat kam ein Mann vom Ministerium vorbei, prüfte die Zauber, welche Draco im Haus und den kleinen Bereich im Garten hielten. Er sprach so gut wie kein Wort mit ihm, so dass der Blonde sich die unterschiedlichsten Tricks einfallen ließ, nur damit dieser ein paar Worte mehr mit ihm wechselte. Kontakt zur Außenwelt durfte er nur haben, um Dinge über die Eulenpost zu bestellen. Stundenlang blieb er auf dem kalten Boden liegen, die Fäuste blutend, Scherben um ihn herum. »Mr. Malfoy, es wird Zeit für Muggelkunde. Jetzt! Wenn Sie sich nicht im Unterrichtsraum einfinden, werde ich mich direkt neben Sie stellen und meine Lektion in Ihr Ohr brüllen. Ihre Entscheidung!« Tja, das Gespenst redete gerne, und wie gerne. Charity Burbage war mehr als erfreut, dem Malfoy-Erben alles über Muggel beibringen zu dürfen. Er hatte nicht mal das Gefühl, sie versuche sich irgendwie an ihm zu rächen, aber auf sie hatte der Tod und dieses verfluchte Gebäude ebenfalls Auswirkungen. 4 Stunden täglich musste er bei ihr im Unterricht verharren. Anfangs hatte ihn der Stoff nicht im geringsten interessiert, später war er jedoch für jede Ablenkung dankbar. Doch Gespräche waren kaum möglich. Sie sprach und er musste zuhören und mitschreiben. Zwischenfragen ließ sie kaum noch zu. »Ich komme«, murmelte er dumpf und stand auf. Blut tropfte auf den Boden. Ihn interessierte es nicht. Die Hauselfen putzten den Boden in diesem Teil des Hauses sowieso seit Jahren nicht mehr. Tatsächlich hielten sie nur noch Dracos persönliche Zimmer und die Küche sauber. »Mr. Malfoy ist hier, Sie sind verletzt.
Wir müssen sie behandeln, Sir. Joni und Farish apparierten direkt neben ihm und packten seine Hände, bevor er die geringste Chance zu reagieren hatte. »Das ist nicht nötig.« Unwillig wollte er ihnen die Hände entziehen, doch die beiden Elfen achteten nicht auf seine Worte, sondern disapparierten mit ihm in sein Labor. Dort schleiften sie ihn regelrecht zu den Tränken und flößten ihm einen Heiltrank ein. »Der Herr muss immer gesund sein. Ja, muss der Herr sein. Wir brauchen den Meister. Gesund muss er sein.« Im selben Augenblick schwebte Miss Burbage durch eine Wand des Labors. »Mr. Malfoy, ich habe Sie gewarnt. Wer nicht hören will, muss fühlen.« Und sie brüllte los. Glücklicherweise waren die Gemälde in diesem Raum leer, aber eine Rüstung vom Flur versuchte dem Geschrei zu entfliehen, stolperte über einen Stein und fiel der Länge nach hin und verhedderte sich in einer magischen Ranke, direkt vor der Labortür. Scheppernd versuchte sie, sich zu erheben, was ihr nicht gelang. Der Lärm war ohrenbetäubend. Nicht zum ersten Mal fragte Draco sich, weshalb er nicht schon längst verrückt geworden war. Nun, es gab da einen kleinen Bereich in seinem Kopf, in den er flüchten konnte, wenn alles zu viel wurde. Dieser hatte ihm schon zu Voldemorts Zeiten gute Dienste geleistet. Auch jetzt zog er sich dorthin zurück. Hier war alles friedlich, ruhig und still. Allein die Wellen rauschten. Er schloss die Augen. Ein sehr aufdringlicher Schmerz am Oberschenkel riss ihn kurze Zeit später aus seiner friedlichen Welt. Mit einem Ruck setzte er sich auf und öffnete die Augen. »Verdammt nochmal, wie kommt der Oh!« entwich es ihm überrascht, als er die Eule sah, welche ihm grimmig ein Bein hinstreckte. »Post für ihn?« Er erwartete keine. Die Eule hackte mit ihrem Schnabel erneut auf seinen Oberschenkel ein. »Hey, hör auf damit, das tut weh!« Eilig machte er sich daran, ihr den Brief abzunehmen. Sofort erhob sie sich in die Lüfte und erwischte ihn dabei mit ihren Krallen an der Hand. »So ein Biest!« fluchte er und schüttelte die verletzten Finger. Dann fragte er sich, weshalb die Hauselfen ihn nicht von ihr befreit hatten, doch er konnte die beiden nirgendwo entdecken. Seine Geistlehrerin jedoch schrie immer noch. Sie musste das Fenster geöffnet haben. Der Brief in seiner Hand schien zu brennen. Trotzdem schenkte er ihm weiterhin keine Aufmerksamkeit. Er musste dieses Gefühl auskosten. Irgendjemand hatte ihm geschrieben. Dies bedeutete Kontakt zu einer anderen, rational denkenden Person, einem Lebewesen, welches mit ihm, Draco Malfoy, sprechen wollte. Sie hatte es sogar geschafft, die Ministeriumszauber zu umgehen, welche alle Eulen dazu veranlasste, umzukehren. Abgesehen von den Versandeulen natürlich. Ernüchterung überkam ihn. Richtig, das Ministerium. Mit Sicherheit kam der Brief von dort. Zwar kam auch das selten vor, aber bisher waren dies die einzigen Briefe, die ihn erreichten. Und doch blickte er nicht nach unten, zögerte es hinaus. Stattdessen besah er sich sein Labor. Erleichtert stellte er fest, dass die Geisterlady heute nicht so laut war. Alle Gläser standen heil und ganz auf ihrem Platz. Er ging zum Regal, legte den Brief auf den Tisch und behandelte seine Wunden mit Heilsalbe. Der Brief schien um Aufmerksamkeit regelrecht zu betteln. Draco warf ihm einen schnellen Blick zu. Tatsächlich hatte sich dieser inzwischen von alleine entfaltet. Ärgerlich starrte er ihn an. Glaubte der Absender etwa, er würde ihn nicht öffnen? »Und aus diesem Grund dürfen Sie niemals ein elektrisches Gerät öffnen, solange das Kabel noch in der Wand steckt.« Ob er versuchen sollte, den Monolog seiner Lehrerin zu unterbrechen? Schnell griff er sich den Brief samt Umschlag und steckte beides in seinen Umhang. Dann ging er auf seine Lehrerin zu und wedelte mit der Hand vor ihrem Gesicht herum. Abrupt hielt sie inne und starrte ihn verwirrt an. »Ja?« »Wie lange dauert die Lektion noch?« »Was?« »Die Unterrichtszeit, wie viele Minuten sind es heute noch?« Sie runzelte die Stirn. 64 Minuten.« »Können wir diese bitte an einem Tisch zu Ende bringen?« fragte er. Ja. Er hatte es schon lange nicht mehr geschafft, sie dermaßen aus dem Konzept zu bringen. Die restliche Zeit wurde sogar ganz interessant. Es ging um ein elektrisches Gerät der Muggel, welches sie Computer nannte. Nach dem Unterricht hätte er sich am liebsten noch mehr Beschäftigungsmethoden ausgedacht, um das Lesen des Briefes hinauszuzögern. Dieser verströmte aber weiterhin eine unangenehme Hitze und flatterte wild in der Tasche herum. Er seufzte
und holte tief Luft, griff in die Tasche und zog ihn hervor. Sofort entfaltete sich der Brief und Draco las. »Sehr geehrter Mr. Malfoy, wir freuen uns, Sie beim Programm Paten für spezielle Häftlinge begrüßen zu dürfen. Sie wurden aufgrund Ihrer Wohnsituation und Vergangenheit für dieses neue Projekt ausgewählt. Ihr Pate ist ein beliebige Zauberer, Hexe, welche von uns auf ihre, seine Eignung getestet wurde. Diese Person wird Sie von nun an regelmäßig schriftlich kontaktieren und Sie dürfen und sollen sogar zurückschreiben. Der Sinn hinter dieser Partnerschaft ist, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Kontakt zu anderen Menschen zu pflegen und Ihre Sozialkompetenzen nicht verkümmern zu lassen. Sollten Sie Sorgen oder Schwierigkeiten haben, können Sie sich damit an Ihren Partnerin wenden. Nach Ablauf Ihres Hausarrests wird diese Person Ihnen in der ersten Zeit zur Seite stehen. Mit freundlichen Grüßen, Dean Thomas, Programmbeauftragter für spezielle Häftlinge. Das Schriftstück entglitt seiner Hand und fiel auf den Tisch, während er reglos dasaß. In seinem Kopf herrschte Chaos, Gedanken und Gefühle spielten verrückt. Nichts von alledem, was ihm im Kopf herumspukte, war greifbar. Ihm wurde übel und er machte sich schwankend auf den Weg ins Badezimmer. Dort angekommen, erbrach er sich in die Kloschüssel. Langsam schlurfte er danach zum Waschbecken, wusch sich die Hände und spülte den Rachen aus. Sein Blick blieb dabei an seinem Spiegelbild hängen. Er sah schrecklich aus. Die Haut grau, die Haare und Bart lang und glanzlos, dunkle Ringe unter den Augen und ausgezehrt, als wäre er schon unter den Toten. Schon lange hatte er keinen Blick mehr dafür gehabt. Es gab einfach keinen Grund mehr, auf das Aussehen zu achten, und so hatte es sich über die Jahre bei ihm eingeschlichen, dieses zu vernachlässigen. Um sich von der Neuigkeit abzulenken, beschloss er zu duschen. Als er sich gerade den Umhang vom Leib zog, wurde ihm klar, dass dieses Badezimmer nicht mehr gepflegt wurde und somit auch nicht funktionierte. Fluchend zerrte er sich das Kleidungsstück wieder über seinen Kopf, da geschahen zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen wurde die Tür von außen abgeschlossen und zum anderen ertönte ein nervenzerfetzendes, quietschendes Gelächter. »Oh nein!« Sofort hielt er sich die Ohren zu. In seiner Eile vorhin hatte er leider das falsche Badezimmer ausgewählt. Die Tür war mit einem bösen Fluch belegt und hielt ihre Opfer nach Belieben einige Stunden bis Wochen fest. Eilig suchte er nach den magischen Kopfhörern, welche die einzige Methode waren, um das Gelächter zu dämpfen. Glücklicherweise waren sie noch an ihrem alten Platz. Schnell zog er sie über die Ohren und atmete erleichtert auf. Aus Erfahrung wusste er, um dieses Bad zu verlassen, gab es nur einen einzigen Weg, und der führte durch die Tür. Von außen ließ sie sich problemlos öffnen, wenn er also Glück hatte, kam einer der Hauselfen vorbei und befreite ihn. Die Wahrscheinlichkeit war allerdings gering, da dieser Teil des Hauses zu weit von der Küche entfernt war, in welcher sie sich in der Regel aufhielten. Da er nichts weiter tun konnte, sprach er einen Reinigungszauber über sich und seine Kleidung und begutachtete sich erneut. Er sah immer noch scheußlich aus, also rasierte er sich den Bart ab. Besser. Gerade wollte er sich seinen Haaren zuwenden, da erblickte er eine Eule, die verzweifelt gegen das Fenster pickte. Was war nur heute los? Zwei unerwartete Eulen an einem Tag? Ungeschickt öffnete er das Fenster, rutschte ab und schlug sich das Handgelenk an den dunkelblauen Fliesen an. Daraufhin fluchte er lange und herzhaft. Die Eule währenddessen hatte ihm schon längst ein Paket in den Schoß geworfen und war vor dem Lärm geflüchtet. Nachdem er sein Handgelenk mit einem Heilzauber behandelt hatte, öffnete er neugierig das Päckchen. Es war nicht besonders groß und flach. Ein Brief flatterte ihm entgegen. Und ein eigentümlicher, sehr flacher kleiner Kasten? Skeptisch warf er ihm einen Blick zu und untersuchte ihn dann gründlich auf dunkle Zauber, was jedoch glücklicherweise keine Ergebnisse brachte. Langsam hob er den Kasten hoch und studierte ihn von allen Seiten. Er war silbrig, obwohl eine flache Seite eher gläsern wirkte und weiß war. Öffnungen oder einen Knopf gab es keine. Nun beugte er sich vor und schnupperte daran. Kein besonderer Geruch. Wobei, ein Hauch Zitrone, eigenartig. Dann hob er den Kasten an sein Ohr.
keine Geräusche. Als er ihn so in der Hand hielt, wurde ihm bewusst, dass er warm war, nur leicht zwar, aber trotzdem, und er fühlte sich irgendwie lebendig an. Bei diesem Gedanken ließ er ihn erschrocken fallen. Dem Kasten schien es nichts auszumachen, denn er reagierte auf keine Weise. Wohl kein Lebewesen. Also musste es die Magie gewesen sein, die er spüren konnte. Da ihm keine weiteren Tests einfielen, beschloss er, den beiliegenden Brief zu lesen. Der Umschlag war aus einem dicken Papier in gelblicher Farbe, musste nicht ganz billig gewesen sein. Die blaue Schrift darauf krakelig und in Eile geschrieben. Sie kam ihm vage bekannt vor. Behutsam öffnete er ihn und zog ein Blatt Papier hervor, das genau zum Umschlag passte. Die Person schien nicht gerade arm zu sein oder schrieb gerne Briefe. Langsam entfaltete er das Papier, zog den Akt in die Länge und versuchte, sich den Schreiber vorzustellen. Ob es sich dabei um seinen neuen Paten handeln würde? Wer könnte es sonst sein? Er sprach sich selbst Mut zu und begann zu lesen. »Hallo, Malfoy. Ich vermute stark, du hast deinen Brief vom Patenprogramm schon bekommen. Mir wurde die zweifelhafte Ehre zuteil, als dein Pate auserwählt worden zu sein. Da du das Haus nicht verlassen darfst und ich nicht zu dir kommen kann, kommunizieren wir auf eine andere Weise. Ich vermute stark, das Wort Computer sagt dir nichts. Es ist eine Muggeltechnologie, mit der Muggel auch miteinander schreiben können, selbst wenn sie weit voneinander entfernt sind. Das heißt, die Nachricht kommt oft schon Sekunden nach dem Versenden an. Leider funktionieren diese Dinge nicht, wenn Magie im Spiel ist. Aber jemand hat nach diesem Vorbild diese Tafel erschaffen. Sie heißt Max Speak. Und mit dem richtigen Zauber kannst du sie aktivieren und ausschalten. Da du keinen Kontakt zu anderen Menschen haben darfst, kannst du nur mich damit erreichen. Um das Max Speak zu starten, leg dein Zauberstab auf die weiße spiegelnde Fläche und sag Ad Vitam. Um es wieder auszumachen, halte den Stab auf dieselbe Fläche und sag Duratus. Grüße, dein Pate. P.S. Glaub nur nicht, dass ich dir immer sofort zurückschreibe, nur weil du es gerne so hättest. Draco stöhnte. Das war doch klar gewesen. Er bekam jemanden, der ihn nicht leiden konnte. Ganz typisch für sein nicht vorhandenes Glück. Für einen Moment entmutigt lehnte er seinen Kopf an die Wand hinter ihm. Das Leben war echt wütend stieß er einen Schrei los. Nicht mal richtig fluchen konnte er. Sein Vater hatte es ihm ausgetrieben, so etwas taten Malfoys nicht. Deshalb brachte er es auch jetzt nicht fertig, obwohl er keine Strafe mehr fürchten musste. Kurz erschienen Bilder von damals in seinem Kopf, doch er sperrte sie sofort wieder im hintersten Winkel seines Gedächtnisses ein. Er seufzte tief und beschloss, den Kasten trotzdem zu aktivieren. Wer weiß, wie lange er hier festsaß. Wenn sein Pate ihn beleidigte oder nicht antwortete, konnte er ihn immer noch ausmachen. Ad vitam. Die weiße Fläche erwachte irgendwie zum Leben, schien leicht zu leuchten, und dann standen da Worte. Hallo, Malfoy. Er kratzte sich am Kopf. Wie genau ging das jetzt? Hallo, versuchte er es mit Sprechen. Nichts. Ob man darauf schreiben musste? Einen Stift hatte er nicht, aber vielleicht konnte er etwas in einen verwandeln. Suchend sah er sich um und holte sich mit einem Aktio-Zahnbürste einen passenden Gegenstand. Nach der Verwandlung versuchte er mit der Feder auf dem Max Speak zu schreiben. Nichts passierte. Frustriert schrie er auf. Wieso hatte sein Pate ihm nichts davon gesagt? Oder ob das Absicht war? Vielleicht wollte er so ihre Kommunikation verhindern. Doch nun war sein Ehrgeiz geweckt. Er würde es dieser Person schon zeigen. Eine gute Stunde versuchte er die unterschiedlichsten Dinge, aber nichts davon funktionierte. Aus Wut schlug er mit dem Zauberstab auf das blöde Ding und plötzlich geschah etwas. Überrascht sah er darauf hinab. Ein kleines komisches Feld wurde im unteren Bereich der Tafel sichtbar. Darin standen Buchstaben und Zahlen. Tatsächlich war es sogar das gesamte Alphabet. Nachdenklich sah er darauf hinab, streifte mit dem Finger versehentlich zweimal einen Pfeil und berührte dann zögernd einen Buchstaben mit dem Stab. N stand nun auf der Tafel. N? Wow, was für eine Meisterleistung! Kompliment, Malfoy! Bringst du inzwischen keine Worte mehr heraus? Mit großen Augen starrte er auf das Ding hinab, ignorierte völlig die Beleidigung. Er hatte es geschafft, er hatte etwas geschrieben.
Doch warum stand der Buchstabe alleine da? Weshalb hatte er kein Wort schreiben können? Fieberhaft dachte er nach. Wollte er doch unbedingt eine Unterhaltung mit einem echten menschlichen Wesen führen, selbst wenn er dabei beleidigt wurde. Ist der große Draco Malfoy jetzt gekränkt oder habe ich etwa seine Gefühle verletzt? Er warf den Worten einen bösen Blick zu. Eigentlich hatte er seinem Paten gegenüber freundlich sein wollen, doch bei diesen Worten würde er wohl auch alles aussprechen, was ihm so in den Kopf herumging. Wenn er es dann schaffte, Worte zu schreiben. Erneut versuchte er sein Glück. »Ha!« Wieder einmal fluchte er herzhaft. »Ich lach mich tot. Habe ich dir etwa vergessen zu schreiben, wie das hier genau funktioniert? Macht nichts. Du bist doch nicht dumm. Finde es heraus.« Sein erster Impuls war es, das blöde Ding an die Wand zu werfen, aber er hielt sich zurück. Das Teil war sein Fenster nach draußen, eine Verbindung zur Wirklichkeit. So schnell würde er nicht aufgeben. Nach einigem Hin und Her und vielen Spötteleien hatte er dann herausgefunden, dass er mit dem Finger das Wort tippen musste und es danach mit dem Zauberstab abschickte. »Hallo, Pate!« Er war ziemlich stolz darauf, auch das leere Kästchen sofort verstanden zu haben. Das Einzige, was noch störte, war: »Schon mal was von Groß- und Kleinschreibung gehört?« »Genau das!« Wütend hieb er mit der Faust auf den Boden. Diese Person reizte ihn so, wie sonst eigentlich nur ein anderer Mensch auf Erden. Oh nein, er war es, oder? Das klang ganz nach ihm. Aber er würde doch nicht wirklich... Schnell warf er dem Gerät einen scheuen Blick zu. Er würde niemals wieder mit ihm sprechen, ganz bestimmt nicht. Wie er ihn bei ihrer letzten Begegnung angesehen hatte, als wäre er das Letzte... Er biss sich auf die Unterlippe. Schon seit er denken konnte, hatte der andere ihn nicht leiden können, und inzwischen hasste er ihn bestimmt. Es war ihm nicht einmal zu verdenken. Seine Hand zitterte. Trotzdem hatte er vor dem Zauberer Gamott für ihn ausgesagt. Nur aus diesem Grund musste er nicht nach Azkaban. Warum er das wohl getan hatte? Ihm würde kein guter Grund einfallen, es sei denn, er hielt es für seine Pflicht. So typisch Gryffindor. Vielleicht wollte er sich aber auch einfach als der große Held aufspielen. Schei! Er würde ihn einfach fragen. Was soll schon passieren? Dass er ihn noch mehr hasste, ging wohl kaum. Potter? Wie ich sehe, hast du es immer noch nicht drauf. Keine Muggelkurse in deinem Gefängniskasten? Doch, aber da meine Lehrerin ein Geist ist, kann sie keinen Computer herbringen, würde aber bei der Magie im Haus auch nicht funktionieren. Ich hasse diese Großbuchstaben. Wie geht das? Kannst du es mir nicht sagen? Nachdem er 5 Minuten gewartet hatte, wurde er ungeduldig. Hatte Potter jetzt einfach beschlossen, nicht mehr mit ihm zu sprechen? Er hatte nicht einmal den Anstand, sich zu verabschieden. 10 Minuten vergingen, dann 1/2 Stunde. Keine Antwort. Blöder Idiot! Irgendwann gab er es auf, die Uhr im Blick zu behalten, und driftete weg. Ein Luftzug weckte ihn aus den trüben Gedanken. Luftzug? Schnell sprang er auf die Füße. Tatsächlich, die Badezimmertür war wieder offen. Schon wollte er hinauseilen, da fielen ihm die Kopfhörer ein. Wenn er sie nicht hier ließ, könnte es beim nächsten Mal das Ende seines Hörsinns sein. Also legte er sie auf ihren Platz zurück und verließ dann sein Gefängnis. Ein Blick auf seine Uhr sagte ihm 2 Dinge. Zum ersten war er 10 Stunden im Bad gefangen gewesen, und zum zweiten, er hatte seine Gartenzeit verpasst. Wütend schlug er gegen die Wand und schrie auf, als diese sich daraufhin vorwölbte und von einem Wandleuchter heißes Kerzenwachs auf seine Hand fallen ließ. Wie so oft im Laufe des Tages stieß er einen lauten, frustrierten Schrei aus. Er hasste dieses Haus. Hatte er wirklich vorhin gedacht, nicht verrückt zu werden? Mit Sicherheit war er es schon längst und wusste es nur nicht, weil er eben verrückt war. Obwohl er genau wusste, dass es nicht funktionieren würde, ging er trotzdem zur gläsernen Gartentür und drückte die Klinke herunter. Und nein, auch heute geschah kein Wunder. Sie öffnete sich nicht. Der Mond stand schon am Himmel und erleuchtete das kleine Fleckchen, welches er von hier sehen konnte. Sehnsüchtig legte er eine Hand an das Glas und sah hinaus. Inzwischen war es gut und gerne 2 Wochen, in denen er es nicht rechtzeitig geschafft hatte. Vielleicht sollte er einfach vor der Tür schlafen, es riskieren. Möglicherweise würde er es unbeschadet überstehen. Nicht, dass es jemals so gewesen war, aber einmal war immer das erste Mal richtig.
Und dann dachte er wieder an Potter, der ihm geschrieben hatte, obwohl er ihn hasste. Aber er hatte geschrieben. Vielleicht war heute nicht der passende Tag, um sein Leben zu riskieren. Auch wenn es irgendwie masochistisch genug war, mit jemandem zu schreiben, der ihn hasste und beleidigte. Es war trotzdem ein Grund, den nächsten Tag erleben zu wollen. Noch ein letzter sehnsüchtiger Blick hinaus. Vermessenen Schrittes ging er zu seinem Schlafzimmer, machte dabei einen kurzen Halt bei seinem Labor und behandelte die verbrannte Hand. Im Großen und Ganzen konnte er zufrieden sein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste war, bekam der Tag eine solide 7. Im Bett schlief er natürlich nicht. Wenn man den ganzen Tag Zeit dafür hatte, war es schwierig, dies nachts zu tun. Er versuchte es schon, aber meistens vergeblich. So dachte er wieder an Potter und holte den Kasten hervor, machte ihn an. Da er nichts Besseres zu tun hatte, probierte er lange herum und dann... »Ich hätte wohl vorhin Bitte sagen sollen. Andererseits bist du nicht gerade der Inbegriff von Freundlichkeit und Höflichkeit. Da muss ich mich wohl bei dir angesteckt haben.« Grinsend wollte er den Kasten ausmachen, als er diese komischen Punkte bemerkte, die anzeigten, dass der andere schrieb. »Potter war noch wach?« Erfreut holte er das Gerät wieder zu sich und jede Müdigkeit fiel von ihm ab. »Ach, ich wüsste nicht, wann du jemals freundlich und höflich gewesen wärst. Na ja, was soll's. Wie läuft es sonst bei dir? Diese Frage solltest du beantworten, gehört zum Partnerprogramm. Ich muss einen Bericht darüber schreiben. Augenrollen. Mindestens 3 Sätze. Meinte er das ernst? Am liebsten würde er einfach nicht darauf antworten, aber vielleicht schrieb Potter dann nicht mehr zurück und er wollte auf keinen Fall alleine sein. Nicht, wenn er etwas dagegen tun konnte. Aber was sollte er sagen? Sicher nicht die Wahrheit. Zwar wollte er nicht lügen, doch einen Mittelweg würde es schon tun. »Es ist nicht unbedingt ein Vergnügen hier, daher nehme ich an, die Mission der Bestrafung wird erfüllt. Meine Geistlehrerin bringt mir täglich 4 Stunden Dinge über Muggel bei. Ich war das letzte Mal vor 2 Wochen im Garten. So, das waren die 3 verlangten Sätze. Zufrieden?« Die Antwort kam prompt. »Kein Vergnügen? Es ist dein über alles geliebtes Zuhause. Über was beschwerst du dich? 4 Stunden? Klingt gut. Hoffe, du merkst ja auch was davon. Warum nicht? Bist du nicht gerne draußen?« Verwundert sah Draco auf die Fragen. Er hatte nicht erwartet, von Potter auch nur eine Zeile zu seinen Sätzen zu hören. Sie waren doch nur für die Unterlagen. Die letzten Sätze klangen sogar recht freundlich. Aber vielleicht kamen die sarkastischen Kommentare noch. Eine Minute später schrieb der andere immer noch nicht. Er schien es wirklich wissen zu wollen. Na schön, würde er ihm eben antworten. »Ist das dein Ernst? Hast du vergessen, was hier so alles passiert ist? Die dunkle Magie vergiftet das Haus, es gibt dauerhaft verfluchte Gegenstände und, du wirst es nicht glauben, schlechte Erinnerungen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich vom ersten Jahr nicht mehr viel, aber inzwischen finde ich den Unterricht manchmal ganz interessant. Klar bin ich gerne draußen, du Idiot. Wer ist schon gern 2 Wochen in einem Haus eingesperrt ohne frische Luft? Aber ich darf jeden Tag nur zu einer bestimmten Uhrzeit für 1 Stunde raus. Ist schwierig, in diesem Haus das pünktlich zu schaffen.« Keine Antwort von Potter. Vielleicht war er ja schlafen gegangen. Er würde noch ein bisschen warten. Cerberus war auf seiner nächtlichen Runde bisher nicht bei ihm vorbeigekommen, auch wenn er sein Geheule schon hören konnte. Selbstverständlich waren seine Türen alle verschlossen und magisch versiegelt. Der Vampirhund versuchte trotzdem jede Nacht in seine Räumlichkeiten einzudringen. Früher war er Draco nicht von der Seite gewichen, aber nach seiner Verwandlung versuchte er regelmäßig, ihn zu beißen. Einmal hatte Draco ihm nur mit Mühe und Not davon abhalten können, doch seine Klauen hatten Narben hinterlassen. Draco stand vom Bett auf, tapste zu einem Regal, öffnete eine Kiste, ging mit ihr zur Tür und verstreute Knoblauch entlang des Spalts auf dem Boden. Der Geruch veranlasste den Hund meistens, nicht allzu lange vor seiner Tür auszuharren. Schon hörte er das Geräusch von herannahenden Pfoten und das Heulen wurde lauter. Er ging wieder zurück, räumte die Kiste auf, zündete mehr Kerzen an und kroch zurück ins warme Bett. Etwas Schweres warf sich mit aller Macht an die Tür, dann erklang ein lautes Jaulen, große Pfoten kratzten über das Holz, ein Kiefer schnappte. Es fiel Draco schwer, sich auf andere Dinge zu konzentrieren.
Doch dem Hund zuzuhören und sich zu fragen, ob er heute vielleicht seine Tür zerschmettern konnte, war keine angenehme Option. Potter fiel ihm wieder ein, und er warf einen Blick auf das Gerät. Erfreut stellte er fest, dass der andere geantwortet hatte. »Ach wirklich? Ich hätte gedacht, für dich wären es gute Erinnerungen. Und liebst du nicht dunkle Magie und verfluchte Gegenstände? Ich sehe da das Problem nicht.« »Aha, manchmal interessant. Das möchte ich dann doch genauer wissen. Ich hoffe, deine Lehrerin bringt dir auch mehr Respekt Muggeln gegenüber bei.« »Schon wieder so ein reizender Umgangston. Dabei scheinst du mir hier der Idiot zu sein. Du hockst die ganze Zeit in diesem Kasten, hast außer ein bisschen Unterricht nichts zu tun und schaffst es nicht rechtzeitig, zu einer bestimmten Uhrzeit an einer Tür zu sein?« Ungläubig starrte er auf die Worte. »Das war doch der Gipfel!« Hatte er diesem überheblichen Arsch nicht ganz genau erklärt, weshalb er nicht hinaus konnte? Wenn Potter jetzt hier gewesen wäre, hätte er ihm sicher einen Fluch auf den Hals gehetzt. Vielleicht war es besser, nicht mehr mit ihm zu schreiben. Ein paar letzte Sätze konnte er sich jedoch nicht verkneifen. »Scheinbar hast du einen Hirnschaden und bist nicht mehr in der Lage, alles Gelesene zu verstehen. Ich wüsste nicht, wie ich mit dir weiter kommunizieren sollte.« Er grinste. Geschah diesem Idioten recht. Duratus! Der Text und das Leuchten verschwand. Das Gerät schien einzuschlafen. Dann hob er den Zauberstab und löschte alle Kerzen, bis auf eine. Schon wollte er das silbrige Ding auf den Nachttisch legen, als er es sich doch anders überlegte. Es war warm und fühlte sich lebendig an, und es war eine Verbindung zu einem anderen Menschen, obwohl dieser der größte Hohlkopf auf Erden war. Also legte er es sich auf die Brust, stopfte die Decke um sich fest und legte die Arme darum. Irgendwann schlief er ein. Ende Kapitel 1.